Hallo und willkommen zurück zu einem kleinen neuen Minecraft-Projekt zusammen mit Zimi02. Ja. Sind wir ein paar Kunden, würde ich sagen? Ja, wir gehen ein bisschen erkunden. Er nimmt auch auf und ich habe kaum Sprit. Was? Nämlich, neben uns, habe ich schon gesehen, ist ein Dorf. Ich glaube, wir müssen den Berg. Was zur Hölle? Bei mir bist du gerade zurück teleportet worden, alles klar. Welche Richtung bist denn du? Hä? Warte mal, wir gucken mal kurz auf den Berg hoch. Jetzt wirst du mir nicht mehr auf der Karte angezeigt. Nein, wo bist du hin? Einfach den Sandberg hoch oder was? Oh, ich habe hier. Oh, was ist das denn? Hast du das für mich hier hingebaut? Wuhu! Oh. Ist klar, Digga. Ups. Wir haben den Anhänger mal wieder verloren. Ja, oh. Ich komme. Oh. Ach, hallo, man kann. Oh. Okay, gut. Monsieur, ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal die Gesetze der Physik gelernt haben. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hier ist eine Kiste. Die haben meistens Brewing-Stände drin. Brewing-Stände, ja. Das Geile ist, dass jetzt durch Tech-Guns oder so, und wenn die Zombies dann hier ankommen, dann können wir auch ein bisschen Loot abholen. Nee, hier. Ja. Ich würde erstmal sagen, dass wir gucken, dass wir erstmal weiterfahren und erstmal einen guten Lebenspunkt finden. Am besten irgendwas, wo eine große breite Fläche und wo viel Holz und sowas ist. Würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich, wenn wir einen Standort gefunden haben. Okay Leute, wir haben einen Standort gefunden. Ich nehme jetzt hier einfach hier mit einem schönen Blick auf Meer. Zimi wird es dann wahrscheinlich dann gegenüber bauen. Genau. Dann werde ich mal kurz meinen Anhänger abkoppeln und immer hier hin platzieren. Na komm, was ist los? Wir haben ein bisschen was essen. Industrial Jerry kennst du für unseren ATV hier. Ja, dann werde ich jetzt erstmal kurz ein bisschen Holz hier holen, um uns erstmal Grundprinzip unseres Hauses zu machen. Ja. Hallo, aus Holz und Glas kann. Oh, wo kann ich eine Gläser und eine Holztür machen? Schön. Dafür brauchen wir das kann man auch Bohrer aufbauen. Ja. Also du kannst, es gibt, von TechGuards gibt es einen Bohrer. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass du in der Höhle so einen kleinen Zombie-Spawner findest. Mit einer Kiste. Es kann sein, dass dann ein Beschädigter drin ist. Ja, die können auch Waffen droppen. Und Rüstung und whatever. Ich habe Zuckerrohr gefunden. Und wir haben direkt Sand hier. Sprich, ich kann mir Ofen machen, kann direkt Glastüren machen. Cool. Jawohl. Und später mit der Dorf Factory kannst du so geile Türen machen. Oh, neues Erz. Was ist das? Das ist Bauxitohr. Von Immersive Engineering. Ah. Ja, stimmt, wir können ja richtig Strom und sowas erzeugen. Das ist auch geil. So, holen wir uns mal ein bisschen Sand hier. Alter, ich habe irgendwas ganz Neues angefangen. Ich habe ganz Die Frage ist, ob später nur. Ich mal was bringen. Was revolutionär ist. Was revolutionär ist, ja. Unsere erste Glastür. Ich weiß, eigentlich baut man zuerst ein Haus, aber ja, ich mach Glastür neben. Ach, da haben wir sie. Wooden Glass Door. Soll ich, komm, ich bring dir auch eine. Nein, ich brauch keine. Noch nicht. Eine. Eine von zwei. Ich sollte vielleicht nicht gleich meine ganze Kohle da reinpacken. Was ist das? Oh. F3? Das ist. Ja, deswegen, ja. Das ist was von Immersive Engineering. Genau, das habe ich irgendwo beim Village auf dem Boot gefunden. Das benutze ich jetzt einfach. Hemp ist wahrscheinlich irgend so eine Pflanze, um irgendwas mitzumachen. Aber besser als nix. Oh ja, die gehen gleichzeitig auf und zu. Wunderschön. Das sieht so aus wie Diamanten. Bei Minecraft schon wieder. Das ist richtig scheiße, das Ohr. Tin? Ja, das ist richtig kacke. Es gibt einfach Anti-Blöcke. Das sind halt so für Greenscreen und sowas.
Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich für einen Raum baue. Was ich immer mache, wenn ich ein Haus baue, ist immer das Haus, aber ich ziehe nie ein. Ja, es gibt jetzt... Weiter. Ja, die können gute Sachen droppen eigentlich. Kannst du diesen Small Button drücken? In Survival. Was bringt er mir? Du bist schneller, kannst höher springen, kannst. Ja. Du bist kleiner, weniger zu treffen, weil du kleiner bist. Aua. Schwierig, hört Gamma. Ja, nee. Ich benutze den kleinen Button auch mal lieber in der Mir. Oh, das ist. Oh, ho, ho. Da bist du ja viel, viel schneller mit. Ja. Weißt du den Weg noch? Ah ne, das ist ein Todes-Waypoint, also kommst da wieder hin. LOL, ich hänge gerade in dem Block drin und kann so ein bisschen durch die Welt schauen. Einfach wie X-Ray. Alter, man ist super schnell damit, ne? Hm. Okay, ich weiß, wo ich lang muss. Gut. Zombie Miner, kümmern. LOL. Welt. Oh Gott, nein! Oh, verdammt. Pirate Gamma. Hey. So, Leute, wir haben da was hier gefunden. Ja, da unten. Wir haben nicht nur einen Lavasee, sondern wir haben auch noch Gold gefunden. Und Gold brauchen wir für coole Türen. So, kommen Sie her. Leckeres Gold. Ich hab Heavy Armor, was kann ich damit machen? Heavy Armor? Du schützt dich einfach nur, mehr Schutz. Gut, wieder zurück. Hier war gerade zum Glück noch eine kleine Ader. Aber ja. Gut. Genau, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir jetzt noch einen Eimer craften. Ja. Den Eimer können wir uns damit machen, weil dann können wir ganz schnell in den Nether und können dann ganz schnell Glowstone holen, um uns ein paar Antiblöcke zu holen. Schon mein Holz. Wo ist mein Holz? Da war ja was. So, mein Nether-Portal ist fertig. So, Leute. Hast du gerade Kies gemacht? Ne, da lag ein Flint. Ich habe ja gesagt, dass Zombie-Miner den droppen. So, und hier waren ja vorher noch ein paar Zombies. Bevor wir hier überhaupt hingekommen sind, so. Und die spawnen ja erst nach 5 Minuten. Wenn man Glück hat, findet man auch irgendwie Loot. Hier drüben lagen auch noch ein paar Seeds rum. An einer Stelle lag noch ein Knochen. Aber, ja, den würde ich jetzt nicht mitnehmen. Coffin Table. Genau, da war ja was. Gut, meine Damen und Herren, wir nehmen das Portal in Betrieb in 3, 2, 1. Ich vermisse jetzt schon die Master Portals Mod. Willst du mitkommen? Kurz eben. Ich muss nur noch ein bisschen warten, weil mein Portal ist auch gleich an. Und also kommen wir aus demselben Portal raus. Ups. So, ich hoffe mal, wir fallen jetzt nicht irgendwo runter oder so. Das wäre natürlich nicht so angenehm. Loading Terrain. Es regnet? Fuck, nee. Okay, leck. Oh. Ich höre direkt einen Ghast. Auch schön. Da ist Lowstone. Da kann ich direkt Antiblöcke mitmachen. Lol, sag jetzt nicht. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dieser Name ist also doch etwas Schlechtes. Hey, wir fahren bei der Netherfestung direkt. So, Leute, ich habe einmal kurz provisorisches Equip wieder mitgenommen. Hatte noch Endes hat ein bisschen aufgesammelt. Genau 64, wer hätte es gedacht. So, wo ist dieser komische Cyberdämon, hä? Oh Gott, erschreck mich doch nicht so! Ja, komm. Du kriegst gerade Besuch in der Oberwelt, der ist ins Portal gegangen. Okay, Leute, wir müssen es jetzt schaffen. Oh Gott. Alter! Was passiert hier? Okay, let's go. Let's go fast. Let's go fast. Du kannst mich nicht treffen. Oh, nein, nicht schon wieder. Ja, Leute, ich hab ihn. I got him. Leute. Ja, nein, nicht Diamanten. Ich zeig euch, was wir bekommen haben. 3, 2, 1. Der Nether Blaster, der war noch so gut wie nichts beschädigt. Und der hat einfach noch so 6 von diesen Nether Charges gedroppt.
Ammo Inventory? Keine Ahnung. Brauchst du ein bisschen Redstone für den Gamer? Oh ja, Redstone wäre gut. Cool. Die ist first by tot und das ist direkt gekocht. Oder ist das noch hoch? Oh, schade. Zombie Miner! Alter, was ist draußen los? Ich hab meine Augen. Ja, die sind jetzt alle weggegrillt worden. Alter! Junge, was kriegt man alles von denen? Okay, wir haben Schuhe, cool. Ich hab diesen Redstone. Warte, ich komm zu dir. Alter, die haben keine Chance. Hier, ich leg dir ein bisschen was in die Truhe, weil ich will jetzt nicht, wo du bist. Guck mal neben dir. Oh ja. Hier, ich hab hier ein bisschen. Redstone. Oh, willst du auch einmal schießen? Ein Schuss hast du frei. Ja Leute, ich habe jetzt einfach mal ein paar Anti-Blöcke gecraftet. Man kriegt sehr, sehr viel mit einem. So, ziehe ich hier einfach kurz ziehen. Der ist anscheinend eben. Oh Gott! Ja! Jetzt weißt du, wie es bei mir abgeht. So, tot. Wir brauchen also, jetzt wieder Small. Ist hier jemand? Oh, guck mal. Nein. Oh mein Gott! Ich werde immer. Oder ich habe so eine Armee-Rüstung. Wenn wir später ein Flugzeug haben, dann können wir sehr gut erkunden gehen. Ich muss mir nur kurz gucken, was diese Crayfish-Vehicle-Dings kostet. Und dann können wir gucken, wie viel uns ein Flugzeug kostet. Ja, wir müssen erstmal hier wieder einen Raum frei machen. Ich mache jetzt hier. Ich gehe wieder Strip. Oh, Alter, das ist geil, auch wenn die platziert. Du wirst mich ein paar Tage nicht mehr sehen. Okay, wir brauchen erstmal hier drin Licht, damit das funktioniert. Ich meine, warum ich diese Anti-Blöcke, ne? Das ist cool irgendwie. Probier es, dass da jetzt ein blöder Strich ist. Ne? Wie mache ich das denn noch ein bisschen? Okay, egal. Wisst ihr was, oder? Ich cutte das jetzt einfach so lang weg, bis wir dann einfach, glaube ich, nur ansatzweise eine wohnliche Fläche haben. Also, darf ich mal ganz kurz? Ja? Ne? Hey! Hey! Not enough ingredients. Ah, schade. Aua! Wo ist der? Wo ist der? Oh, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf! Hi! Oh, sind tot. Alles gut, geh rein, mach die Tür zu. Ja. Fahrst du. Weiter geht's noch nicht, aber hier ist meine Mine. Kommst du drauf? Warte. Was ist das? Das ist Lead-Ohr. Hier unten wird da mein schickes hoch, Haus hin. Spring einfach drauf. Oh. Gute gegessen. Ja, super. LOL! Bist du jetzt da durchgepackt?